Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, meine lieben Freunde. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, im heutigen Video geht es noch nicht um den Skyline, also beziehungsweise ich bin aktuell am Machen. Es ist aber so viel Arbeit, das schaffe ich nicht in einer Woche. Mehr dazu einfach im nächsten Video. Glaubt mir, es wird komplett alles sprengen. Aber natürlich habe ich für euch Ersatz-Content und es geht zwar um mein BMW E36. Mir hat es die komplette Auspuffanlage zerlegt. Alles, was in dieser Auspuffanlage drin war, ist einfach rausgeflogen. Da ist keine Dämmwolle, gar nichts mehr drin. Das Ding klingt ultra scheiße, ist super laut, klingt wie die letzte Blechbüchse und darauf habe ich absolut keinen Bock mehr. Und natürlich vor ein paar Monaten habe ich mir ja schon für den Turboumbau eine Auspuffanlage anfertigen lassen. Das mit dem Turboumbau dauert aber noch, weil ich gerade das Skyline-Projekt bevorzuge. Trotzdem möchte ich, dass der E36 geil klingt und da will ich einfach die 3 Zoll Auspuffanlage drunter bauen. Und für alle, die neu auf dem Kanal sind und gar nicht wissen, wie mein E36 aussieht, ich würde sagen, hier ein kleiner Porn für euch. Let's go! Da ist das gute Stück, mein BMW E36, den ich seit Anfang an von diesem Kanal hier aufbaue. Ziemlich wild von Custom-Lackierung, keine Folie, Airride Custom, Custom-Felgen, Chassis-Mount-Wing, Innenausbau und. Normalerweise habe ich auch hier hinten einen Diffusor dran und auch von Maxton Design den Diffusor dran. Den habe ich aber ab, denn wir fahren heute in eine Selbsthilfewerkstatt oder Selbstarbeiterwerkstatt. Da kannst du eine Bühne mieten und so weiter und so fort. Weil ich werde einen Teufel tun, heute auf Wagenheber das Ganze zu bauen. Es regnet drin, steht der Skyline und ich bin leicht erkältet. Und auf der Bühne macht es sich einfach besser. Doch bevor wir jetzt die Auspuffanlage einladen, würde ich sagen, machen wir noch einen kleinen Soundtest, wie der Wagen jetzt aktuell klingt. Ihr habt es wahrscheinlich auf den letzten Treffen mitbekommen, die das Auto gesehen hat, dass er ziemlich blechern klingt. Das liegt einfach daran, ja, ich habe was programmiert. Nennt sich Tschernobyl-Bombe. Das ist so asozial laut. Da kommt so eine Flamme raus. Da ist alles raus. Ich werde auch dieses Steuergerät rausschmeißen, weil das geht nicht. Das ist zu laut. Ich habe manchmal echt Schiss, dass es mir hinten den Spoiler wegreißt. In diesem Sinne, kleiner Soundcheck. Ohne Knallen, bloß ein bisschen Pop and Bang. Und ich wünsche euch viel Spaß. So, das ist das gute Stück. Komplett 3 Zoll von hinten bis vorne. Das Ganze hier von TurboWorks, der Mittelschalldämpfer, genauso wie der Endschalldämpfer, schon für den E36 komplett fertig gebaut. Jedoch hier mit Flansch zum Turbo. Wir werden das Ganze hier am Mittelschalldämpfer cutten und werden dann einfach ein Übergangsstück einschweißen zur alten Anlage. Ich weiß, viele werden jetzt rumhaten, aber ich habe keine andere Möglichkeit und ich will noch auf ein paar Treffen dieses Jahr fahren und dann möchte ich, dass das Auto einfach schön klingt und ich meine, es besteht dann immer die Option wieder, das abzucutten und das Stück hier wieder anzuschweißen. Von daher sehe ich da kein Problem. Ich würde sagen, wir laden das Ganze ein, fahren los und sehen uns gleich vor Ort. Hast du heute schon deine Medikamente genommen? Nein. Oh nee, ich glaube nie. Also erst, wir bauen das erstmal ab. Ja, scheiße, jetzt hat er ein bisschen recht, ey. Der scheiße. Der Auspuff ist so dick, ja? Jetzt, wo ist er denn? Wo ist er denn? Alter. Wir haben hier den Durchmesser. Unwesentlich, ist das bloß unwesentlich. Ist ja nur ein bisschen dicker. Geh, verpiss dich. Ja? Nur ein bisschen dicker. Ach Mann, ey. Naja, du hast doch hier Getriebehalter. Na klar. Dann lass mal die Getriebehalter nehmen und erstmal die Auspuffanlage so zusammen machen und runterlegen, damit wir wissen, wo wir erstmal überhaupt cutten müssen. So, Auspuffanlage hängt jetzt erstmal hier auf 2 Getriebehebern. Wir haben es erstmal so ungefähr platziert, wie es sein soll mit den Haltern. Auch genauso. Ne, hier haut es nicht hin. Doch ein bisschen so hier machen. Ja, so haut's hin. Und wir werden wahrscheinlich hier cutten und hier das Ganze cutten
Und dann müssen wir einfach mit dem Rohr hier und mit diesen Haltern müssen wir einfach einen Übergang schweißen. Ich weiß, es ist total fusch, aber ich sag mal, für die paar Events dieses Jahr reicht das Ganze aus. Und ich will einfach wieder eine geil klingende Auspuffanlage. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen, wenn man total hyped ist und das Ganze einfach nur drunter schmeißen will. So, wir sind fertig, die Auspuffanlage sitzt, Alter, das Schweißgerät tut sich richtig bombeschweißen. Riesengroßes Danke nochmal an dich, Pierre. Danke. Vielen, vielen Dank. Es hat mega Spaß gemacht. Alter, ich kann es kaum erwarten, das Ding gleich anzuschmeißen, aber vorher zeige ich euch noch kurz die Auspuffanlage, weil die habt ihr nur ein bisschen schweißen und zerschneiden gesehen. Wir haben jetzt hier schön 3 Zoll Edelstahlanlage, schön mit Versatz und das Ganze geht hier richtig, Alter, das sieht so fett aus. Hier mit, wie heißt es, V-Bahn-Schelle, U-Bahn-Schelle, keine Ahnung. Auf jeden Fall richtig, richtig geil, die Anlage. Ja, das hier ist einfach, ist ja noch heiß vom Schweißen, so ein Fuck. So, nicht anfassen. Das ist jetzt hier frisch eingeschweißt. Ich habe einfach hier Schnitte reingemacht und von 3 Zoll kürzer auf 2,5 Zoll. Und dann hier vorne ist wirklich noch am dicksten. Deswegen habe ich hier einfach von 3 Zoll auf 2,5 runter. Und ja, das ist halt hier so ein fettes Teil. Die E36-Fahrer kennen sich aus. Und ich würde sagen, wir lassen mal den Hobel runter und schmeißen den Koffer an. Und ich, Alter, ich hoffe bloß, dass es nicht zu leise ist. Ich bin echt gespannt. Let's go. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Das Ding ist zwar jetzt so an sich schön leise, dass man human fahren kann, aber die Schubabschaltung ist umso bestimmt ums Fünffache krasser laut. Ich weiß nicht, ob es auf dem Video rüberkommt, aber das Ding schießt so Feuerbälle hinten raus. Ich fahre jetzt nach Hause und da baue ich das Steuergerät um. Das Steuergerät knall ich nur noch wirklich, Alter, für Showzwecke rein auf irgendwelchen Tuning-Treffen, weil, Digga, das kannst du nicht verantworten, wenn da hinten so ein riesen Feuerball rauskommt. Kein Bock, dass mir die Frittentheke abbrennt. Ja, wir sind soweit fertig und ja, jetzt geht's ab in die Halle, denn ich habe noch eine Sache, die wir einbauen wollen und das zeige ich euch gleich, wenn wir in der Halle sind. Let's go! Ich sag euch so, wie es ist, die neue Auspuffanlage, die scheppert aber anders wild. Ja, wie man vielleicht sieht, fehlt ja noch der Diffusor. Den habe ich bewusst abgelassen. Denn ich habe ja das Ganze erst probiert, hier bei mir in der Halle zu machen. Habe mich dann dazu entschieden, dass ich dann doch auf diese Hebebühne fahre. Und als ich die Auspuffanlage verbaut habe, habe ich was hier in der Halle vergessen. Ja, das ist mein Hitzeschutz. Und auch wenn das Auto nur noch Show ist, habe ich keinen Bock, dass die Karre abbrennt. Deswegen müssen wir den Auspuff nochmal abbauen. Hitzeschutz drunter. Und dann kann der Diffusor dran. Oh, das kannst du dir schon wieder nicht ausdenken. Ey, es ist so warm, Alter. 36 Grad, es kickt total. Die Filaletten sind am Stissel. Mit den Käsemauken am Start. Ich hole jetzt Werkzeug. Schlüssel, pumpt die Karre hoch und probier das schnell zu machen, weil ich verreck, Digga, es geht gar nicht, es ist so warm, Alter, an dem liebsten würde ich eigentlich tagsüber schlafen, mit Klima und dann einfach nur noch nachts schrauben, wenn es kühl ist. Mann. Mann.
So, ich bin erstmal fertig und mit Diffusor schaut das Ganze wieder ganz anders aus. Also vorher, es geht nicht. Ohne Diffusor geht das echt nicht mehr. Bloß wie ich finde, könnten die Rohre doch noch ein bisschen dicker sein. Vielleicht werde ich mir ein paar Adapterrohre für Showzwecke bauen. Ich weiß nicht, ob das kennt bei Mass Customs und so, wenn, oder bei Night Ride, wenn so die Rohre so richtig fett hinten rausgucken. Ich glaube, so für unseren übertriebenen Stil wäre das schon ziemlich geil. Das Auto sieht eh keine Straße mehr, von daher scheiß drauf. So, einen habe ich aber noch im petto, und zwar im Innenraum. Wir müssen uns noch ein bisschen vorbereiten für die XS Car Night dieses Wochenende. Und mir ist aufgefallen, ja, im Innenraum, da achten die Leute nicht so drauf, weil das Auto von innen drin scheppert. Und da habe ich noch was da vom Community-Projekt, was mir mal ein Abonnent zugeschickt hat. Und was es ist, zeige ich euch jetzt. Und zwar sind das vom Fritz aus Bucken. Lilane Schrotgurte, verfickte Scheiße, sind die Dinger Porno. Tschüss, guck mal an, sogar elektrisch. Alter, Digga, sind die Dinger pornös, ey. Ey, also wenn das nicht zu dieser bunten Karre passt, dann weiß ich auch nicht. Alter, ich sehe die Dinger so im E36, beziehungsweise würde ich sie auch im Skyline sehen. Vielleicht hole ich mir noch mal welche. Also ich fühle das Lila so extrem. Boah, da habe ich richtig Bock. Das Gute ist, es ziehen gerade ein bisschen Wolken auf und es ist nicht mehr so warm. Das heißt, wir können auch draußen schrauben. Das heißt, ich hole mein E36 vor und dann spaxen wir die Schrotgurte in den E36. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, Musik an. Und let's go! So, ich bin fertig mit den Schrotgurten. Mann, war das eine Scheißarbeit. Die Dinger sind an den Sitzen montiert. Das heißt, ich musste erstmal die Sitze rausmachen. Und wo ich schon dabei war, auch gleich mal den ganzen Innenraum aussaugen. Aber das Ergebnis spricht auf jeden Fall für sich. Geil. Alter, ich fühle es so sehr, Alter. Digga, dieses Lila, ne? Können wir schon einen echt drauf pellen? Das hat definitiv diesem Auto gefehlt. Und was diesem Auto noch fehlt, ist auf jeden Fall ein neuer Bezug für die Mittelkonsole. Und auf jeden Fall da hinten noch die C-Säulenverkleidung muss ich dran machen. Aber wie ich finde, es ist sowas Kleines, Simples, aber es macht so viel aus. Einfach das Auto so in knallbunt und der Innenraum war immer schon recht ziemlich schwarz. Ja, jetzt mit den Gurten lila und auch sowieso, ich weiß ja nicht, wie viele von euch von diesem Ausbau hier überhaupt wissen, mit dem Subwoofer und den Dosen und den Schläuchen, die ja aus den Dosen rauskommen für das Airride. Finde ich auf jeden Fall mega stimmig. Ich habe noch eine Idee natürlich für den Innenraum, das ist ja noch nicht alles, aber nicht mehr in diesem Video. Und zwar habe ich jetzt hier noch Ledertürpappen und ich habe noch Stofftürpappen. Da ist einfach die Überlegung, den Stoff abzureißen, alles runterzuschrubben und dann einfach mit Graffiti-Lack da einfach ein Design, genauso wie auf dem hier drauf, zu lackieren, also passend zum Außenkleid. Ich denke mal, das könnte diesem tristen schwarzen Innenraum noch ein bisschen was geben. Und was ich noch überlegt habe, vielleicht vom Lenkrad den Innenkranz, also quasi das hier, auch noch in Graffiti zu lackieren, so wie außen. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben oder falls ihr sowieso noch einen Vorschlag habt, was man an diesem Wagen machen könnte. Auf jeden Fall tut mir leid, wenn man jetzt hier so komische Sachen sieht. Mir ist die Kamera runtergefallen und die Kameralinse ist kaputt. Ja, schwierig, aber naja, was soll's. In diesem Sinne, ich nehme Abschied von euch. Falls euch das ganze Video hier gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall gerne wieder einen Daumen nach oben. Eure Meinung zu dem ganzen Umbau hier und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Video und ciao.